Und es bimmelt und es bimmelt und es bimmelt und so soll das auch sein an so einem kleinen Spot, wo der Kaulbarsch reinballert. Ich brauche heute Köderfische und zwar Köderfisch, Kaulbarsch und alles andere nehme ich auch noch mit. Und danach geht es weiter auf Saiblinge. Aber um die rauszukriegen, muss man natürlich erstmal Köderfische angeln. Und das machen wir hier. Und wenn ihr nicht Köderfische braucht, sondern den Kaulbarsch einfach so verkloppen wollt, dann lohnt sich das Ganze auch. Ja, der Kaulbarsch, der lohnt sich einfach. Also Kaulbarsch rausziehen in verschiedensten Gewichtsklassen beziehungsweise in den größeren Gewichtsklassen, muss man ja sagen, lohnt sich einfach. Wie auch schon im letzten Video gesagt, das war eine Stelle, die war ein bisschen weiter unten. Da waren wir hier an der Ecke und jetzt sind wir hier oben in dem Bereich. Hier lohnt es sich auch absolut. Die Frequenz ist wirklich gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger getestet. Und ja, auch zwei verschiedene Hakengrößen getestet. Ich brauche ja Kaulbarsche mit einem gewissen Gewicht, um ihn als Köderfisch zu verarbeiten. Das bedeutet, es sollten schon die etwas größeren Kaulbarsche sein. Die ganz kleinen funktionieren da nicht. Heißt also auch im Umkehrschluss, wenn man jetzt hier die großen Kaulbarsche haben will, braucht man einen etwas größeren Haken. Ich hatte vorher getestet mal, klar, kleiner Fisch auf dem 24er Haken, den kleinsten Haken, den wir im Game haben. War gar nicht so gut. Wenn wir uns das hier unten mal angucken, das war jetzt hier alles 24er Haken. Ein paar Kaulbarsche, ja, aber alle so winzig klein. 20 Gramm, 30 Gramm. Einer, der war im maßigen Bereich. Also das ist deutlich zu wenig. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, schon mal ganz anders, mehrere 40 plus 70 Gramm, 50 und so weiter. Also das sind die Größen, die wir haben wollen. Und das ist eben der Unterschied zwischen 18er Haken und 24er Haken. Ja, es geht natürlich einiges auf Verschiedenes rein. Das liegt allerdings hauptsächlich daran, dass hier der Köder so interessant ist. Da geht schon der nächste Trophy Kaulbarsch rein. Der Windstrucker zieht hier schon raus. Sehr schön. Ja, Kaulbarsch lohnt einfach. Ich sag mal, gerade so im Levelbereich bis Level 20, wenn man da Kaffeeaufträge drin hat, ist das natürlich nochmal besonders gut. Ansonsten einfach rausziehen. Es gibt an den meisten Low-Level-Gewässern gibt es immer wieder Stellen, wo man auf Kaulbarsch gehen kann. Ob das jetzt am Mosquito, am Windenbach ist, an der alten Festung, an der Belaya immer wieder richtig gut. Also gerade in dem Bereich gibt es immer wieder gute Stellen. Ja, hier bin ich jetzt gerade, wie gesagt, auf alles an Köderfisch aus. Deswegen habe ich hier auch gerade die Zuckmückenlarve drauf. Komplett auf Zuckmückenlarve. So sieht das ganze Setup aus. Ich habe sogar relativ schwere Schnur hier. 5,5 Kilo. Man kann hier sogar noch ein bisschen kleiner. Wenn man hier mit einem Feederset Start sich hinstellt, reicht das komplett aus. Also selbst wenn man da ein bisschen feiner reingeht, hat man sogar noch mal ein bisschen mehr Frequenz. Würde sich das sogar noch mal richtig lohnen. Also wichtig da einfach nur Zuckmücke, super billig dazu. Oder mal einen Regenwurm testen oder einen Mistwurm geht natürlich auch, wie beim letzten Video. Da vielleicht einfach nochmal reinschauen. Auch den Spot vielleicht nochmal testen. Soll immer noch super funktionieren. Ich zuppel hier nochmal ein bisschen. Ja, und meine Aufgabe ist es hier jetzt gleich Köderfische zu machen und das Ganze umzuwandeln. Und dann freue ich mich schon drauf. Da geht nämlich das nächste Video. Ja, guck mal. Nochmal mit Köderfischen. Auf Saibling. Und ich werde mal versuchen, so viel es geht an verschiedensten Köderfischen reinzujubeln. Ja, die Güster werde ich auch mit reinschmeißen. Güster, Kaulbarsch, vielleicht sogar den Barsch. Wobei, da geht wahrscheinlich eher was Größeres drauf. Den lassen wir vielleicht mal lieber raus. Aber so die Güster, Rotaugen und auch Kaulbarsche. Die wollen wir dann rausballern auf die Saiblinge. Zack, die brassen leider nicht, aber die waren jetzt gerade schon groß genug für Fischfetzen. So. Ja, so und so ähnlich geht das dann hier los. Wie gesagt, rein von der Kohle her lohnt sich absolut. Schaut da einfach nochmal in das letzte Kaulbarsch-Video rein. Also da kann man dann richtig nochmal Gas geben. Ich hatte jetzt zuletzt die ganzen Videos nochmal sortiert nach Gewässer. Das heißt also, wenn man jetzt auf dem YouTube-Kanal ist und man geht auf
eine Playlist, dann hat man jetzt eine gesamte Playlist zum Moskitosee, eine gesamte Playlist zum Windenbach und so weiter, zu jedem Gewässer einfach nochmal eine extra Playlist. Und dann kann man genau gucken, okay, ich habe jetzt gerade Level 18 erreicht, bin jetzt hier gerade am oder Bärensee ready. Lohnt es sich dahin zu gehen? Welches Setup hat man? Welche Videos gibt es? Wo kann man sich hinstellen? Welche Spots? Welche Köder? Wie baut man das Setup auf? Und so weiter und so weiter. Sämtliche Infos geballt dann in einer Playlist zu dem jeweiligen Gewässer. Also in Gänze bin ich jetzt schon wieder ganz zufrieden. 30 Minuten jetzt hier. Das war natürlich Nachmittagszeit, war auch noch mit dabei, aber trotz allem jetzt schon in 30 Minuten 50 Fische. Wie auch schon beim letzten Mal gesagt, natürlich hat man mit noch nicht 100% im Grundangeln nicht so eine hohe Frequenz. Je mehr Prozente, umso mehr ist die oder umso höher ist die Frequenz und umso mehr maßige Fische sind auch dabei. Also das sind eben zwei Bonuswerte sozusagen, die man bekommt mit höherem Skill. Je höher man ist, desto mehr Skill. Es ist hier jetzt gerade in der Nacht ein bisschen schwer zu erkennen, aber von der Position, wir haben hier halt das ganze Grünzeug, die Seerosen, die jetzt hier gerade so dunkel im Schwarz eingekleidet sind. Aber wir werfen quasi einfach hier so ein bisschen rechts neben die Seerosen. Und dann lübt das. Das Ganze ist auch geklippt hier auf 7 Meter. Wahrscheinlich geht auch 6 Meter. Aber jetzt hier so auf 7 Meter. Ich stehe halt ein bisschen weiter weg von der Kante, dass ich dann mit den Füßen nicht im Wasser rumplatsche. Einfach jetzt hier locker rausgezogen. Das Schöne ist, wie gesagt, mit der Zuckmücke einen super Universalköder. Auch dazu gibt es schon ein Video auf dem Kanal Zuckmücke am Windenbach. Auch das absolut sinnvoll, einfach mal nutzen. Es gehen so viele verschiedene Fischarten rein, dass man mit dem Köder super schnell auch verschiedenste Kaffeeaufträge absolvieren kann. Und dadurch boostet der Köder halt nochmal umso mehr und ist einfach umso sinnvoller und wie gesagt super günstig. Das lohnt. Ja, so viel zu dem Spot. Ich glaube, wir haben alles Wichtige hier drin. Rausziehen die Brocken. Ich mache jetzt hier natürlich noch weiter, dass ich hier ordentlich viele Köderfische zusammenkriege. Und dann bin ich schon gespannt, was wir morgen dann hinkriegen am Ladoga See. Schön auf Köderfisch oder mit Köderfisch auf Saibling. Noch viel besser. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.